Ich bin Eckhard, ihr seid bei Ausfahrt TV Hochkant. Neben mir steht der neue Mazda CX-60 mit dem großen 254 PS Diesel. Und so sieht der Schlüssel aus. Auf der einen Seite Mazda, auf einer flachen Seite viele Knöpfe, Fährriegeln, Endriegeln, Kofferraum auf und die Alarmanlage an, aus und hinten drauf dann gar nichts. Unser Testwagen, der 2023er Mazda CX-60 eSky Active D254 Takumi, trägt die Farbe Rhodium-Weiß. Die Takumi-Ausführung ist die eleganteste Ausstattungsvariante bei Mazda CX-60, die sich durch einen schwarzen, in Chrom eingefassten Grill, 20 Zoll Felgen mit Diamantschliffdesign, Rathausverkleidungen in Wagenfarbe und ein helles Interieur mit Elementen der japanischen Handwerkskunst und Echtholzapplikationen in den Türen auszeichnet. Unter dem Blechklett des SUVs aus dem Segment der Mittelklasse steckt ein mild hybridisierter 3,3 Liter Reihen-6-Zylinder Turbodiesel mit einer Leistung von 254 PS, also 187 kW, und einem Drehmoment von 550 Newtonmetern. Zusätzlich gibt es einen Elektromotor am Getriebe mit 12 kW, also 17 PS. Die Kraftübertragung erfolgt an alle vier Räder. Den 0-100-Sprint meistert der CX-60 damit in 7,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 219 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt mittels 8 Stufen Automatikgetriebe. Mazda gibt den CX-60 eSky Active D254 mit einem WLTP-Verbrauch von 5,3 Litern auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 127 Gramm pro Kilometer an. Der Fahrzeugtank fasst 58 Liter Diesel. Der Akku des Mazda CX-60 fasst 0,3 Kilowattstunden Strom. Den Mazda CX-60 gibt es außerdem als PHEV-Benziner mit einer leistungsschwächeren Dieselmotorisierung und zukünftig mit einem reinen Benziner. Neben der Version mit Allradantrieb kann man das Fahrzeug in anderen Motorisierungen auch noch mit Hinterradantrieb bestellen. Der Mazda CX-60 ist 1,89 Meter ohne und 2,13 Meter mit Außenspiegeln breit. Es kommen immer LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Unser Testwagen verfügt gegen Aufpreis über Matrix-LED-Scheinwerfer mit 20 LED-Segmenten pro Scheinwerfer. Der Mazda CX-60 ist 4,75 Meter lang, 1,69 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,87 Meter. Der CX-60 als Takumi steht immer auf 20 Zoll Alufelgen. Vorn und hinten bremst er mit innenbelüfteten Scheibenbremsen, die Außenspiegel sind bei der Ausstattung Takumi in Wagenfarbe lackiert und elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbar. An den vorderen Türen verfügt der Mazda CX-60 über Keyless Entry und Close. Den CX-60 gibt es ausschließlich in der gezeigten Form des SUVs. Die Rückleuchten sind vollständig in LED-Technik gehalten. In den Kofferraum passen 570 Liter. Bei umgeklappter Rückbank erhält man ein Ladevolumen von 1726 Litern. Die maximale Zuladung beträgt 566 Kilogramm. Davon dürfen 75 Kilo auf das Dach geladen werden. Die optionale Anhängerkupplung hat eine Stützlast von 100 Kilo. Die maximale Anhängerlast für gebremste Anhänger beträgt 2,5 Tonnen, für ungebremste Anhänger 750 Kilo. Mein Highlight am Exterieur vom CX-60 ist dieser Inline-6-Badge. Wo alle Hersteller auf Downsizing gehen, sagt Mazda, nein, mehr Hubraum ist sparsamer mit weniger Ladedruck. Und wir schreiben es sogar außen drauf, Inline-6 für den dicken Sechszylinder. Das finde ich ziemlich lässig. Dir ist der CX-60 als Neuwagen zu teuer und du willst nicht ewig auf dein Auto warten? Du willst trotzdem Angebote mit Garantie und wenigen Kilometern bekommen und du willst alle Angebote sehen und nicht nur die aus deiner Nähe? Kein Problem! Bei pkw.de findest du eine riesige Auswahl an Fahrzeugen von geprüften Fachhändlern. Ganz einfach von zu Hause aus oder per App bestellen und dein Auto kommt kostenlos zu dir nach Hause. Am besten direkt mit dem Link unter dem Video ausprobieren. Den Innenraum gibt es beim Mazda CX-60 als Takumi nur in der gezeigten hellen Ausführung. Das Armaturenbrett besteht aus weichem Material. Im restlichen Innenraum sehen wir überwiegend Echtholzapplikationen, weiche Materialien und Nappa-Leder. Die Sitze sind mit Nappa-Leder bezogen. Fahrer- und Beifahrersitz sind voll elektrisch einstellbar und verfügen über eine dreistufige Sitzheizung und Belüftung. Im Mazda CX-60 eSky Active D254 kommt ein mit Leder bezogenes und beheizbares Multifunktionslenkrad zum Einsatz. Auf dem Lenkrad befinden sich links Schaltflächen für die Bedienung der Mediensteuerung und rechts für die Bedienung der Assistenten. Der Mazda CX-60 verfügt immer über ein volldigitales 12,3 Zoll großes Cockpit. Über den zentralen 12,3 Zoll großen Touchscreen lassen sich alle sonstigen Funktionen wie Navigation, Soundeinstellungen, die 360-Grad-Kamera oder drahtloses Apple CarPlay bzw. Android Auto steuern. Das Premium-Soundsystem von Bose im Fahrzeug genügt gehobenen Ansprüchen.
Die Klimaautomatik verfügt über zwei Klimazonen. Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse und ein zu kleines Pad zum induktiven Laden sowie einen 12-Volt-Anschluss. In die Türtaschen passen 1-Liter Flaschen, dazu gibt es zwei Becherhalter mit Abstandshaltern in der Mittelkonsole und ein mittelgroßes Handschuhfach mit Beleuchtung. Obwohl der CX-60 wirklich ein großes Auto ist, komme ich dank der guten Übersicht hier echt gut klar, auch in so einer engen spanischen Stadt wie hier gerade. Ich kann sehr gut abschätzen, wo ist das Auto vorne, hinten, links, rechts, zu Ende und habe nie das Gefühl, dass das Auto zu groß ist für meine alltägliche Situation. Was mir hier drin auch gut gefällt, das ist das Geräuschniveau, selbst wenn man schneller fährt. Man darf zwar in Spanien nur 120 auf der Autobahn fahren, aber da ist es absolut leise genug. Ich kann gut Musik hören, ich kann gut telefonieren und ich kann mich auch gut mit meinen Mitfahrern unterhalten. Aber vom ganzen Look and Feel des Autos her, das wirkt alles so hochwertig, würde ich mir sogar wünschen, dass es eigentlich noch ein kleines bisschen leiser hier drin wäre. Einfach weil der CX-60 schon so Premium-Feeling versprüht. Was auch absolut ausreichend ist, das ist der Durchzug. Zack, hier in Spanien aus dem Ort raus und so stehen die 90 auf dem Tacho. Das reicht vollkommen aus. 254 PS, das klingt jetzt erstmal nicht so unheimlich viel bei so einem großen Auto, aber es reicht wirklich für jede Alltagssituation genug Leistung. Und was ich sehr schön finde, dadurch, dass wir hier so einen großvolumigen 3,3 Liter Diesel haben, hört mal hin, hat man auch einen richtigen Diesel-Sound, so ein schnorcheliges. Gerade wenn man in der Stadt aus wenig Drehzahl so anfährt, hat man so ein richtiges, so ein kraftvolles Dieselschnorcheln. Mag ich total. Ich habe die Sitze als Highlight im Innenraum schon angesprochen und bleibe dabei. Ich sitze einfach sehr, sehr gut. Und dann noch mit der Sitzheizung, der Sitzbelüftung ist eigentlich nichts da, was ich noch brauche. Eine Sitzmassage, die fehlt, das wäre noch das i-Tüpfelchen. Zum Fahren stehen mir hier im CX-60 3,3 Liter Diesel verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Da wäre einmal Sport, Normal und Offroad. Einen Eco-Modus gibt es nicht. In Sport ist die Gasannahme halt ein bisschen direkter, die Lenkung wird so ein bisschen straffer. In Normal ist alles ganz normal und im Offroad-Modus, da ist zum Beispiel die Bergabfahrhilfe immer mit an, die es hier im CX-60 auch gibt. Apropos Bergabfahrhilfe, Assistenten stehen mir hier natürlich auch zur Verfügung. Hier gibt es alles, was ich heutzutage so brauche. Ein abstandsgeregelter Tempomat, ein Spurhalteassistent. Der Tempomat ist auch prädiktiv, kann also automatisch erkennen, wie schnell fahre ich hier und das kann ich dann übernehmen lassen. Dementsprechend habe ich auch eine Verkehrszeichenerkennung, Querverkehrsassistent, Totwinkelassistent, Notbremsassistent, 360 Grad Surround View, alles da, was ich so brauche. Neben diesen ganzen positiven Sachen gibt es aber auch noch etwas, das finde ich ein bisschen schade und das ist das Fahrwerk. Das ist an sich gut, das ist aber relativ straff. Ich möchte fast sagen Mazda-typisch. Das macht natürlich viel Spaß hier auf so einer kurvigen und glatten spanischen Landstraße, aber wenn dann da mal so ein Geschwindigkeitsruckel kommt oder ein eingesunkener Gullideckel oder gar ein Stück Kopfsteinpflaster, merkt man schon, der CX-60 ist verhältnismäßig straff abgestimmt. Und hier würde ich mir wirklich wünschen, dass es noch ein komfortableres Setting von mir aus vielleicht auch über ein anpassbares Fahrwerk, über einen Fahrmodus geben würde. Denn das finde ich schon ein bisschen zu straff. Was ich auch nicht ganz so optimal finde, das ist die Art und Weise, wie dieses Automatikgetriebe ohne Hydraulikwandler beim Anlassen des Fahrzeuges sich verhält. Wenn ich ihn anmache, dann ist das Getriebe erstmal in Neutral und dann kuppelt der kurz nach dem Anlassen des Fahrzeugs ein und dann gibt es immer so einen kleinen Ruck. Das stört nicht, aber es fällt halt irgendwie auf. Ansonsten schaltet die Achtgang-Automatik butterweich, es wird nicht geruckt, es wird nicht gezuckt, das funktioniert alles gut. Und was ich sehr gut finde ist, wenn ich hier dank 48-Volt-Technik ins Segeln gehe, also in den I-Stop-Mode, dann ist auch das Anspringen des Motors und auch das Ausgehen des Motors wirklich ganz sanft und ich bekomme keinen Nackenschlag. Das finde ich richtig gut gelöst. Zum Schluss noch ein Punkt, der wirklich irre ist. Mazda gibt den großen Diesel in CX-60 mit 5,3 Liter WLTP-Verbrauch an. Und was soll ich sagen, da bin ich immer drunter. Ich bin auf den letzten 44 Kilometern jetzt bei 4,9 Litern. Das ist ein fantastischer Wert für so ein großes Auto. Ich würde meinen Fahreindruck im CX-60 mit dem großen 254 PS Diesel zusammenfassen als elegant, dennoch dynamisch und sehr souverän. Das war's mit dem neuen bärenstarken Diesel im CX-60. Los geht's preislich bei 46.000 Euro mit dem Einstiegs-CX-60. Unser Testwagen kostet ungefähr
63.000 Euro in der Ausstattungslinie Takumi mit allen Extras, die wir euch zeigen durften. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Sagt sie uns super gerne zum neuen Mazda CX-60 Diesel hier unten in den Kommentaren. Und wenn ihr einen Daumen da lasst und den Kanal abonniert, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich verabschiede mich wie immer mit bleibt in Fahrt, euer Eckhardt.